Passt. Es kommt. Gibt Telamalit. 5, 4. Und du bist immer noch am Stream, beziehungsweise Videos am Machen? Ja, ja. Immer noch am Basteln. Mhm. Recount. Einer von der alten Schule, oder? Was Recount? Du, ich hab das Dings drauf gehabt. Hier, wie heißt's? Details. Es ging mir irgendwann so auf den Nerv, weil es immer rumgespackt hat bei mir. Also es hat sich ständig resettet. Richtig nervig. Jetzt haben wir wieder Recount geholt. Wollt ihr dann quasi nach dem zweiten Boss komplett durchschrauben, oder wie? Nee, wir spielen es komplett normal. Also im Endeffekt, dass das ganz genau mit 100% ausgeht. Kann sein, dass wir vielleicht 2% mehr haben oder 2,5. Müssen wir dann mal schauen. Okay. Die ist HT, ne? 3, 2, 1. Ich hab erstmal ein Pet Battle Makro noch in der Leiste. Das muss man Shit, was haben wir so umdeponiert? Hütet euch. Ja, nicht rein, darf schon. Hütet euch. Stehen bleiben. Du standst zwischen den Ballen. Ja, du kannst stehen bleiben, du musst nicht weg. Die Drohnen spielen. Hütet euch. Den mal ein bisschen raus. Jo, passt. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Wer seid ihr noch mit dir links? Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Oh, wir haben geedet. Hütet euch. Ja, erstmal auf den Boss durchziehen, ne? Du kannst ja gleich aufmachen, ne? Das können wir ja gerade durch. Ja. Richtig, genau. War das mit mir, Fabi? Hatte sie auch so ein heftiges Unwetter? Ja. Hier ist die ganze Zeit grau in grau. Okay. Nee, zum Ende hin war echt die Sonne noch gut da, so irgendwie 25 Grad, aber heute Morgen war. Weltuntergang. Der war gestern bei uns. Bei euch auch, wenn das war? Ja, der Weltuntergang. Ja. Und auch bis um kurz nach eins. War der Himmel nur hell. Ich krieg gleich den ersten oder so. Dann krieg ich. Ich hab schon.
Kannst du eigentlich direkt durchlaufen? Ich mach auf, dann kannst du so ein bisschen durchziehen. Nee, warte nicht? Mal, die Pott kommt okay. Links. Nee, die Pott kommt naja, links. Ich zieh ja, die jetzt okay. Mal hinterher. Lass mich sterben. Okay. Dann geh sterben einfach. Oldstream, Fabi, ne? Wir müssen bitte? Hier auf die Großen gehen. Ja, aber die Elite, die geben können allerdings, ne? Die geben nur Stacks untereinander. Nur die anderen geben, beziehungsweise die Elite geben dann quasi Stacks für sich und die anderen dann die Non-Elite auch für sich. Nicht mehr so, das haben sie ja gefixt, beziehungsweise geändert. Naja, am Anfang haben ja alle gestackt, ne? Aber in der Instanz war ich mit Bowstring nicht mehr. Ja, aber verständlich halt auch, also wo es am Anfang so war. Das ja, hier im Schrein war das ja ätzend, die Kleinen, die hier hochgesteckt haben. Und mit dem Blubs dann, ne? Richtig ätzend. Ja. Hast du immer wen gehabt, der reiner Eth hat, und dann war halt eigentlich die Ini schon, schon vorbei. Ja, das stimmt. Jo, ich nehm rechts. Ich nehm links. Kannst du die Pörtchen nehmen, ne? Doch, klar. Wollt ihr das Reaping irgendwo reinziehen oder wollt ihr das einzeln spielen? Wir können es hier komplett spielen. Okay. Gar kein Problem. Der Charmy wird dich schon wegbomben. Also er weiter in der Gruppe zusammen. Ja, ob ich es in der Gruppe reinziehen soll. Ja, wenn du willst. Theoretisch kannst du mit dem einen auf jeden Fall. Also der macht. Ja, ja, dann nehmen wir den einen hier mit. Okay. Die CDs? Kann sein, dass ich Aggro ziehe. Jo, passt dich. Okay, doch. Jetzt kommen noch die Nachzügler. Ach, ich hasse das in der Inni, dass die so lange brauchen. Da laufen alles, ja. Läuft alles schon aus. Genau. Na ja, gut, okay. Im Vorderen. Ich mach da hinten. Desorientiert? Bitte? Ich hab nur desorientiert. War mir ein bisschen zu knapp, nicht, dass es durchgeht. Ist gut. Dafür haben wir's ja. Machen wir jetzt mal einen Boss, oder? Die kannst du aus den Käfigen raus, dann geht sich das nicht ganz gut aus mit dem Reaping dann. Okay. Wenn wir nämlich den Blockwerter dann machen, beziehungsweise ich glaube davor ist es dann schon, dass dann Weeping ist. Ich warte kurz ein bisschen lang. Ja, ach, wie mal alles bitter wird. Wenn wir hier bei 20 Minuten rausgemacht haben, zweiten Boss sind wir richtig gut in Time. Dass wir sogar noch plus 2 spielen. User in your channel timed out. Okay. War das Will oder war das irgendwer anders von uns? Das war Trix. Nein. Hast du es gejinkt? Der wird schon wieder kommen, oder? Ich hoffe doch. Also. Ja, gut, sonst wird's schwierig. Okay,
schau, dass ich mal wieder die abgespottet krieg. Das ist mein Thema. Das ist krass. Wenn du mit über 100k Reiner ehst. Mhm. Aber ich brauch heute mehr Aufmerksamkeit als der Tank. Was? Ich könnte meine Inka für 10, dann könnte ich alle spotten, aber die will ich jetzt gleich für Streeping aufbewahren. Ja, ist vernünftig. Ich glaube, du kannst ja einzelne Blockwerte rausziehen. Dann schauen wir mal. Die ganzen Seesprüche nicht. Jo, funktioniert tatsächlich. Mhm. Hütet ne, jetzt kommen sie. Komm, ja, aber der ist schon da. Na gut, jetzt haben sie sich halt die Bubble. Wow, Marvin. Was? Wir haben den Stein schon depleted wegen dir. Alter, wegen Unity Media. Soll ich jetzt eine Beschwerde an Unity Media schreiben? Ja. Stell dir den Dicken vor, Alter, wie der zu seinem Router rennt und die Kacke rausreißt, damit er schnell wieder online ist. Big mal Mund. Und dann gleich ein Anruf von Miller. Okay. Ich krieg direkt mal einen Beschwerdeanruf, weil es ist mir egal, wer da das Telefon geht. Ich krieg die geballte Macht ab, ey. Der Key ist im Arsch. Okay. Oh, wie fuck dein CDs? Was ja. Denn für ein Key? Ihr zieht Scheiß an! Wieder da? Ja, das sieht gut aus. So, wieder vollständig. Sehr schön. Gutes Gefühl. Ja, dann machen wir nachher beim Boss. Nee, hol die anderen beiden auch mal raus. Die geben nämlich noch Prozente, dann geht's das ganz genau aus. Es gibt kein Reaping mehr. Ach, sie nein, das geben sie Prozente beim Boss nicht, oder was? Bin ich der Meinung, ja. Echt? Wir schauen jetzt das mal. Jetzt haben wir 47. Und ich bin der Meinung, beim Boss geben sie nämlich gar keine Prozente, weil die nur als Boss-Ads zählen. Ich glaube, wir hatten schon mal in der Gilde darüber diskutiert. Yes, genau. Bei dem Boss hat er nämlich keine Prozente gegeben. Okay, wir können. 2, 1. Wollt ihr den Boss wegprügeln oder den Dings yes. machen? Wir machen den okay. Boss auf jeden Fall. Soll ich sagen, dass ich meinen Cooldown verpeilt habe? Oh nein, echt jetzt? Ja, ich habe schon gezogen. Hab nicht dran gedacht, dass dies ist. Weil Tyrannische kannst du nur zweimal ziehen. Habt ihr leicht CDs drin? Also irgendwer muss auf jeden Fall den 4 kicken. Ich. Und du kickst den 4, dann kick ich gleich am Anfang. Und Teller kann er zur Not kicken, falls irgendwas sein sollte, beziehungsweise Sträuchi. Hm, kann ich machen. Gut, ich kick gleich. Und HT. Das? HT, ja, ja, hau raus. Und jetzt ziehen wir komplett durch. Ich gebe gleich wem die Mini-Bubble, der dann anvisiert ist. Beziehungsweise von Rob. Wow, okay. Bier? So. Kick in Action vom Boss. Ich bin voll betäubt. So, schaut's jetzt aus? Musst du die Mini-Bubble wegnehmen? Ja. Kick. Ab. Ja. Sollten wir wieder ein Council-Aura-Makro machen? Ja, alles gut.
Wer hätte gedacht, dass du dann quasi anvisiert bist von ihm? Da kommt vor seinem Tank. Ich glaube, ich wurde bei dem noch nie gestunt. Ja, deswegen ja. Aber so oft war ich hier in dem Laden noch nicht drin, muss ich gestehen. Okay. Ja, ich mach meistens immer meinen Weekly Key. Gibt's hier mehrere Dudes auf mehreren Realms oder nur der einen? Naja, ich habe davor mit meinem Horden-Chai geraidet. Bloß da ist halt die Raid-Gilde dann bei Blockade hops gegangen und seitdem habe ich mein Ali-Char ein bisschen gegiert, weil ich eigentlich wieder auf Allianz spielen wollte. Okay. Die Blockade hat die Gilde gekillt. Ja. Ja. Du bist bei mir verdammt leise irgendwie. Echt? Also ich höre, dass da wer ist, aber ne? Was genau? Bin ich bei euch auch so leise? Nee, ist normal. Okay. Ich hab desorientiert. Ja, dann weiß ich nicht. Ah ja, doch, jetzt habe ich mein Headset mal lauter gedreht. Also wenn die anderen jetzt reinschreien, wird es dann gleich ein bisschen schlimm werden für mich. Aber das kriegen wir hin. Dann darf der Reaping kommen, ne? Ja, 2-8. Ja. Ich hab noch keinen Taunt ready. Alles gut. Jetzt, okay, passt. Achso, ja, Reaping haben wir. Kann sein, dass ich gleich Akku ziehe, aber ich weiß nicht. Okay, ja, ich schau mal, was mit Inka geht. Ja. Warte nochmal. Ich zieh durch. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, ne? Wenn wir die jetzt nicht machen. Ja, wir können sie noch holen, ne? In die Kanone. Jo, gehst du rein, Storch? Ja. Auf jeden Fall, der Obo muss runtergeschubst werden. Ja, ich schau mal, dass ich einen weg. Ah, gut, du hast auch. Okay, ich kick sie noch ein Stück weiter. Oh. Sehr schön. Okay, ja, da. Das hat mich erwischt. What? Ja, wenn du da vorne stehst, kriegst du das auch mit ab. Ich retz dich dann gleich. Ja, kein Thema. Okay. Wollen wir die noch von hinten holen? Ja, rest den und dann ich. Ah, kann ich schon, okay. Ja, genau, die kannst du holen. Wir brauchen die aber auf jeden Fall noch von hinten. Der Mann Vortex, du. Also ihr wollt von drinnen noch Mobs haben, oder? Richtig, genau, weil wir sonst glaube ich nicht auf 100% kommen. Das geht's okay. Nicht aus. Ja, ich hol mal nochmal. Wie viel wollt ihr denn? Im Endeffekt diese Dreierpart da hinten, ne, ums Eck und dann quasi den einen, den du jetzt gleich holen wirst, wahrscheinlich. Yep, genau. Perfekt, und dann kannst du eigentlich schon machen den hier noch. Ich habe jetzt den einen mal geedit. Ja, passt, alles gut. Der kommt jetzt dann eh noch mit. Kommt jetzt noch was? Nee, kommt nicht. Nee, das war. Also müssen wir mal schauen, ob sich das so von den Prozenten her ausgeht, ich hoffe. Okay, es. Ja, dann lass erstmal gucken.
Die Streichkiste wieder rein? Ja, unterwegs. Kann sie dann gleich auch nochmal kicken? Oh, jetzt hast du die hinteren geholt noch? Ja. Weiß nicht, glaube ich, nicht gut. Na, das kriegen wir hin. Wir haben ja noch zwei Knockbacks. Die Reaping? Noch kann ich Reaping, wenn ihr einmal wegrennt, kann ich reinhauen. Ja, oh. Ja, kannst. Okay, und passt. Down dann auch noch. Oh, der lebt noch, sorry. Ja, der ist halt gut gesteckt jetzt. Ja, auch nicht so viel Leben, ja. Möchte ich nicht zu nahe kommen. Ja gut, aber meine Karte, das kann ein Problem sein. Ja, damit müsst ihr recht gut weggehen. Okay, perfekt. Gut. Jo. Sorry, dann bitte Prozente. Ich weiß nicht, ob das reicht, muss man gleich mal gucken. Wollt ihr in der Ecke spielen oder wollt ihr die Fässer hin und her tragen? Die Fässer hin und her tragen und quasi, dass wir immer die Fässer nicht komplett auf einer Seite beziehungsweise in einer Ecke stecken, sondern Step by Step, also dass wir hier zum Beispiel links zwei und hinten links zwei dann halt haben. Weil okay. Dann spawnen ja auch also immer nur zwei. Also move ich jetzt das linke nach ganz rechts da, also dass die genau, wie du willst. Stehen. Richtig, okay. Genau. Kannst dann du so machen. Das, ja. Wir können starten, jo. Jo, okay. Dann lasse ich ein bisschen mittig am Anfang. Jo, das passt. Ich hab da Taktiken gesehen, da ziehen die einfach nur komplett durch, ignorieren die Fässer und stellen sich halt in die Ecke rein. Okay. Kann man auch machen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also das geht, aber wenn du Pech hast, geht's halt nicht, ne? Also, es ist halt... es kann halt auch ziemlich im Chaos enden. Ja. Okay, ich zieh den hier rein. Oh, ja. Jetzt sag ich mir so, wie die Fässer spielen komplett. Jetzt kommen 5 Stück oder 4 dürfen es, glaube ich, sein. Heraustragen kannst du ja auch nicht mehr, ne? Nee, leider nicht. Hütet euch. Hütet euch. So, die Fässer wieder spielen. Hütet euch. Na ja, gut, so spielt sich schon angenehmer. Ja. Hütet euch. Da haben wir drei und oben haben wir noch zwei, ne? Yes. Wie gesagt, so knapp, ja. Gehst du wieder rein, Storch? Ja. Hütet euch. Okay, passt. Ja, die bringen ja sogar genug. Kann kein Kick oder Vortex mehr. Ich kann gleich nochmal kicken. So. Wahrscheinlich. Ja, nee, passt eh, ne? Man kann. Die immer so spielen, dass nichts kommt aus der Reaping, ja. Also ich mach die aus dem Dings. Okay, ich hab jetzt noch. Ich hab keinen Dings mehr. Keine Inker. So, wenn du mal zusammengezogen hast, rennst du einfach kurz weg und sagst mir Bescheid. Jetzt. Oh, nice. Da kommen noch welche.
B. Gerade noch was Limit. Immer kurz hin und wieder weg. Ich habe mich auch gewundert, dass ich noch was machen kann, so wie ich hatte. Ich dachte auch so, Wollt ihr denn da oben an der Treppe? Oder wollt ihr mitten? Wir können hier an der Treppe spielen. Treppentaktik, wunderbar. Du siehst immer gar nichts, wenn du in der ganzen Ecke stehst. Aber okay. Meinst du den Spot eigentlich hier oben oder hier unten? Oben, oben hier meinte ich den so quasi. Hier bist du safe. Okay. HT zum Pull. Und einfach durchziehen. Wie viel Zeit haben wir noch für plus 2? 3 Minuten. Wow. Soll eigentlich gehen. Jo. Und das kommt Team Team Media. Hütet euch. Achtung. Hütet euch. Sagt euch an, wenn ihr schon ein Stack habt und von wegen betroffen seid. Ja, ja. Komm mal mit. Hütet euch. Hütet euch. Achtung. Bin ich gesaved? Ja. Muss jemand abfangen? Kann ich. Alles gut. Hütet euch, hütet euch. Abfangen? Ja. Hütet euch. Hütet euch. Okay, das war nix. Fang ab. Oh, ich wurde durch die Treppe gekickt. Sehr gut. Naja. Kannst du noch Schaden machen? Hütet euch. Ja. Hütet okay, das war's jetzt. Bin tot. Wir haben noch BR. Ich kann mich nicht beehren. Doch, ich komme an ihn ran. Okay, super. Yes. Runde war. Plus 2? Ja. Das lief ja echt gut durch. Jo. Ich wollte meine Tischdecke haben. Ich hätte übrigens auch noch ein 15er Zoll Labor. Boah, geh weg. Nice, Transmog. Ja, nice, beste Trinket in Game. Ich hab was ganz, was Feines. Ja. Kannst du abgeben. Ist nett. Nee, das hier. Also, ich. Tabi sagt, das ist möglich. Ey, der ist locker möglich. Bitte euch. Grundstück. Ja, es ist ja noch nicht mal tyrannisch, sodass die Hexen. Was für Affix haben wir denn? Verstärkt, wimmelnd. Anstacheln. Wimmelnd, sag ich. Anstachelnd, launisch. Anstacheln. Und Creeping Head, ne? Schon das Unschöne. Ja, das geht aber locker. Also, dadurch, dass die Mania.